Let's Play Fallout 3 und Fox blockiert ja einfach mal alles. Es ist schon verblüffend, dass ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Ja, das ist cool, ne? Die Lion's Pride greift die Enclave an und den Aufbereiter. Habe ich eigentlich nicht so eine coole Riesen-Laser-Ding? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch. Weiß sogar. Ja! Geil, 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 geil. Geht's da raus? Ja. Liberty Prime in Action. Hören Sie, wenn die erste Aufbereiter erreicht. Oh! Nice! Oh Gott, ist das cool! Ja, kann es sein, dass das schon das Ende der Story ist? Bleib am besten einfach hinter ihm. Au! Oh. Aua! Das tut doch weh. Könnt ihr verflucht nochmal bitte auf Liberty Prime schießen und nicht auf mich? Hier ist Krieg! Mit seinen coolen Sprüchen mit dem Kommunismus und so. Oh, das erinnert mich gerade schon wieder richtig an das Brotherhood-Ende. Anchorage, the Defiant, ist das oberste Amerikaners. Kommunist auf amerikanischem Boden entdeckt, tödliche Gefahr. Ach du Kacke. Ich finde die Sprüche so cool, die können doch... Ich finde die Sprüche so cool! Da stehen noch die beide rum. Damit ich spüre, dass ich am Zu den Waffen, Brüder! Zu den Waffen! Kommunistisches Ziel im Blickfeld. Zu
der denn da dabei? Ah. Und er hat einen Hochleistungsofen dabei. Den hat er so in der Hosentasche. Zu den Waffen, Brüder, zu den Waffen! Genau! Tja, da haben wir doch ganz schön viele überlebt von der Enclave. Wieso nicht? Ah, ah. Oh, Penner. Die Waffe ist überhaupt nicht gut. Nur mal so erwähnt. Ich will meinen Watts wieder. Ja, wahrscheinlich, weil ich auch nicht auf große Waffen geskillt habe. Watts. Da. Oh. Ich sehe null. Okay, das war's dann auch schon. So, dann wollen wir mal da rein und aufräumen. Könnte das tatsächlich schon das Ende der Hauptstory sein? Das kommt mir nämlich so vor. Oh, Leben ist keinen Pfifferling mehr wert. So. Für den ältesten Leib. Oder einen behinderten grünen Waffen. Schluck das! Ich glaube, wir haben... Moment! Kontakt! Kontakt! Colvin, feuern Sie jetzt auf diese... Das Ziel! So, jetzt aber. Hey! Blödsack. So. Ich könnte auch die andere wieder mal nehmen. Was? Ach. Die eine, wo wir da ganz am Anfang geklickt haben. Die war doch eigentlich voll gut. Hier. Ah, heilen vielleicht noch. Riecht es? Nach Gefahr. Ach, unsere Pupsnase. Schon wieder da. Kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Geben Sie auf, Autumn. Sie haben verloren. Ich bin anderer Ansicht. Die Enklave ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sobald die Anlage betriebsbereit ist, werden die Massen zur Enklave strömen, weil es dort frisches Wasser, Sicherheit und Zukunftsperspektiven gibt. Ravenrock ist verloren. Eden ist weg. Ist nichts mehr übrig. Das Volk Amerikas ist es wert zu kämpfen.
Die Zukunft muss gesichert sein. Und sie werden uns nicht im Weg stehen. Das bringt doch nichts. Weitere Kämpfe machen doch alles nur schlimmer. Und was sollte ich Ihrer Meinung nach tun? Ihnen alles überlassen, für das ich hart gearbeitet habe, damit Sie alles zerstören können? Gehen Sie einfach, noch ist es nicht zu spät. Und Sie? Sie würden mich einfach gehen lassen? Wie kann ich sicher sein, dass Sie mich nicht erschießen, sobald ich Ihnen den Rücken zudrehe? Tja, das kannst du nicht. Ich bin gerade überlegen, das zu tun. Schätze, dass es jetzt eh keine große Rolle mehr spielt. Na schön. Ich werde Sie Ihrem Schicksal überlassen. Es hat also kein Karma gegeben? Na gut, dann hast du jetzt gerade verschissen. Ciao. Schätze, es sollte mich nicht überraschen, dass Sie ihn gehen lassen. Es ist erstaunlich, dass Sie immer noch nicht abgebrühter sind. Sie sollten besser hoffen, dass sich das später nicht rächt. Sperren wir hier jetzt ab. Es wird kurz. Aber schmerzhaft. Oh! Wunderschön weiß das Ganze. Hier ist Sarah Lyons. Ich bin im Kontrollraum. Wir sind beide hier. Was geht hier vor? Warte mal, mein Vater ist ja weg. Wo ist er denn jetzt? Nun, so viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich wünschte, wir hätten eine andere Wahl. Aber Sie haben ja Dr. Lee gehört. Wir müssen es sofort erledigen, sonst sind die Konsequenzen unabsehbar. Einer von uns muss da jetzt reingehen. Ich mach's. Sie werden sich beeilen müssen. Wenn die Strahlung stark genug ist, wird Ihnen nicht viel Zeit bleiben. Ich werde nicht vergessen, was Sie hier für uns getan haben. Niemand wird das. Danke. Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Ich habe keine Ahnung. Na, 21.6 war das, ne? Dachte es mir doch. Hä? Komm, die retten mich bestimmt, oder?
jetzt echt tot? Und so geschah es, dass der einsam umherziehende Ward 101 verließ, auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Menschheit, der seines einzigen Kindes geopfert hatte. Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort. Doch der einsam Umherziehende erwehrte sich der Laster, den so viele andere verfallen waren. Die Werte, die der Vater seinem Kind mitgegeben hatte, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Ehre, führten diese noble Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe. Doch der einsam Umherziehende sollte erst am Ende dieses langen Weges die wahre Bedeutung der größten aller Tugenden verstehen, der Aufopferung. Als es die verstrahlte Kammer von Projekt Purity betrat, folgte das Kind dem Beispiel seines Vaters, indem es sein eigenes Leben für das größere Wohl der Menschheit opferte. Zum Glück weigerte sich der einsam Umherziehende, dem finsteren Präsidenten als Instrument der Vernichtung zu dienen. Die Menschheit hatte sich trotz all ihrer Fehler ihres Weiterbestandes würdig erwiesen. Endlich flossen die Wasser des Lebens wieder, frei und rein, für jeden und für alle. Das Ödland der Hauptstadt war endlich gerettet. Und so endet die Geschichte des einsam Umherziehenden, der durch das Tor von Ward 101 in die Annalen der Legenden geschritten war. Doch die Geschichte der Menschheit wird niemals abgeschlossen sein. Denn der Kampf ums Überleben ist ein Krieg ohne Ende. Und Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Wusste ich's doch. Seien Sie jetzt ganz vorsichtig. Bewegen Sie sich nicht zu schnell. Alles ist gut. Sie sind in Sicherheit, Sie sind in der Zitadelle. Ich hatte schon langsam geglaubt, Sie würden nie mehr aufwachen. Obwohl man mir versichert hatte, dass Sie wieder zu sich kommen würden. Ich komme jeden Tag hierher, um nach Ihnen und meiner Tochter zu sehen. Gut, dass sich wenigstens einer von Ihnen beiden erholt hat. Was ist denn mit Sarah? Wo ist Sarah? Geht es ihr gut? Ja, ja. Es geht ihr gut. Besser gesagt, es wird ihr wieder gut gehen. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen, aber wirklich, machen Sie sich nicht auch noch Gedanken um sie. Sie haben schon genug durchgemacht. Was ist hier los? Ist schon gut. Hier in der Zitadelle ist es sicher. Beim Einschalten des Aufbereiters gab es sowas wie eine Stromspitze. Sie und Sarah verloren das Bewusstsein und kamen hierher auf die Krankenstation. Tagelang haben wir für sie beide gesorgt. Ich bin froh, dass es nicht umsonst war. Was mit dem Aufbereiter? Hat er funktioniert? Ja, es hat bestens funktioniert. Das Tidebecken ist jetzt voll mit reinem, klaren Wasser. Wir arbeiten daran, es an so viele Menschen wie möglich im ganzen Ödland zu verteilen. Eigentlich hoffe ich ja, dass wir schon bald nicht mehr vom Ödland sprechen müssen. Nichts von alledem wäre ohne Sie oder Ihren Vater möglich gewesen. Ich bezweifle, Ihnen dafür jemals gebührend danken zu können. Haben wir gewonnen? Haben wir die Enklave besiegt? Ja, wir haben definitiv gewonnen. Dank Ihrer Hilfe bei der Zerstörung des Hauptquartiers und der darauf folgenden Niederlage beim Aufbereiter ist die Enklave auseinandergefallen. Liberty Prime unterstützte unsere Truppen bei der Beseitigung sämtlicher übrig gebliebener Streitkräfte der Enklave.
Wie lange war ich bewusstlos? Es waren gerade mal 2 Wochen. Och nur. Keine Sorge. Wir haben Sie hier gut versorgt. Wie geht es jetzt weiter? Wie es weitergeht, hängt von Ihnen ab. Oder? Die Bruderschaft hat eine klare Aufgabe. Sämtliche Überreste der Enklave müssen beseitigt werden. Die Breit arbeitet bereits daran, seit wir den Aufbereiter zurückerobert haben. Die einzige ungeklärte Frage ist, ob wir dabei auch auf Ihre Unterstützung zählen können. Natürlich. Kann ich irgendwie helfen? Naja, wir können jede tüchtige Hand brauchen, die sich uns anbietet. Deswegen werde ich auch das übliche Rekrutierungsprozedere umgehen und Sie hier und jetzt zum Ritter der stählernen Bruderschaft schlagen. Bevor Sie irgendetwas unternehmen, sprechen Sie bitte mit dem Gelehrten Rothschild. Ich bin sicher, er freut sich über das Wiedersehen. Er kann Sie über die Ereignisse der letzten Wochen aufklären und Ihnen erzählen, worauf wir uns gerade konzentrieren. Wie ich höre, haben Sie einiges durchgemacht. Aber je früher Sie mit ihm reden, desto eher können wir der Sache ein Ende setzen. Okay. Was mit dem Aufbereiter los? Die Bruderschaft hat die Leitung des Aufbereiters übernommen und überwacht die Verteilung des Wassers an die Bewohner des Ödlands. Wenn Sie dort sind, sprechen Sie mit dem Gelehrten Bixley. Er leitet den Betrieb vor Ort. Das Zauberg ist sie gut. Hier. Sie reagiert nicht. Ihr Zustand ist aber stabil. Dass Sie wieder genesen sind, gibt mir Hoffnung. Hättest du Lions, wir sollten uns über die Supermutanten unterhalten. Ah, konnten Sie etwas in Erfahrung bringen? Die Supermutanten kommen aus der Vault 87. Sie ist ihre Brutstätte. Vault 87? Wo haben Sie das GEIK gefunden? Wir haben es nie geschafft, gegen die Strahlung in diesem Bereich anzukommen. Diese Information ist sehr wertvoll. Gut gemacht. Okay. Seien Sie bitte vorsichtig. Ich würde Sie nur ungern wieder verlieren. Und ein Level up. Hauen wir die kleinen Waffen jetzt noch ein bisschen hoch. So, weiter. Aha. Große Waffen. Jetzt soll das mit Schloss knacken. Strahlungsresistenz um weitere 25%. Das nehme ich mal. So, wir ziehen uns mal wieder um. Ich bin bewusstlos. Hm. Ziel entdeckt! Diese Einheit wurde aktiviert! Schön, dass wir uns wiedersehen. Auswahlprotokoll initiieren. Medizinische Prozeduren gestartet. So, bei uns hat sie verletzt. Au. Warum hast du mir schon... Autsch, das tat weh. Was zur Hölle? Im medizinischen Subsystem ist ein Fehler aufgetreten. Bitte führen Sie eine Diagnose der zweiten Ebene durch. Führe ein Level 2 Diagnose auf dem medizinischen Subsystem durch. Befehl akzeptiert. Systemdiagnose der Stufe 2 wird gestartet. Bitte warten. Diagnose abgeschlossen. Die Resultate zeigen eine Verschlechterung der Stufe 7 im neuronalen Pfad 0x63A82 an. Keine weiteren Daten verfügbar. Neuronalen Pfad schließen und verbleibende Funktionen umleiten. Neuronaler Pfad 0x63A82 über neuronalen Pfad 0x374E82 umgeleitet. Bitte warten. Motorenfunktion vollständig wiederhergestellt. Die Diagnose zeigt keine kritischen Ausfälle. Vollidiot. Was? Auswahlprotokoll initiieren. Medizinische Prozeduren gestartet. Behandlung wird vorbereitet. Bitte stillhalten.
Medizinische Prozedur abgeschlossen. Weitere Anweisungen? Nein. Besteht. Okay. Ach nee, reicht es jetzt nicht auf. Jetzt gucken wir uns mal um. Ja, ist ja krass. Dachte ich echt, wir sind tot. Okay. Was ist denn jetzt die Aufgabe Tod von oben? Mit dem Gelehrten Rothschild sprechen. Seien Sie gegrüßt. Bist du Ritter? Ritter. Ja krass, so schnell ist die Hauptstory fertig. Wenn man das überlegt, war das nicht lang. Willkommen. Die Bruderschaft steht zu Ihrem Dienst. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Und wo ist Fox? Jetzt ist Fox wieder weg, zieh fix. Muss ich dann gucken, wo ich Fox wiederfinden kann. Willkommen. Der gelehrte Rothschild, der ist bestimmt hier unten irgendwo. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind. Ich nehme an, Lyons wirft Sie sofort den Wölfen vor, habe ich recht? Hat er Ihnen gesagt, was gelaufen ist, während Sie sich ausgeruht haben? Ich weiß ein bisschen was, hoffe aber, dass Sie mir mehr erzählen können. Ich denke, ich habe da noch etwas für Sie, wenn Sie kurz hierher kommen würden. Seien Sie gegrüßt. Ich werde kurz erzählen, was in den letzten paar Wochen passiert ist. Außerdem will ich auch auf die neuesten Entwicklungen eingehen. Wie Sie bereits wissen, begann alles mit der Besetzung von Projekt Purity hier, durch die Enklave. Durch Ihren Verdienst wurde Ihr Hauptquartier hier vollkommen zerstört. Mhm. Anschließend erlitten Sie eine zweite Niederlage beim Aufbereiter. Anhand verschiedener Geheimdaten und Feldberichte konnten wir weitere Stellungen der Enklave im gesamten Ödland lokalisieren. Wir hatten erwartet, dass sich die Truppen in Unordnung befinden würden, da sie von der Führungsspitze abgeschnitten waren. Das war nicht der Fall. Aus den sichergestellten Daten und Geräten folgerten wir, dass die Streitkräfte der Enklave noch aktive Fernmeldeverbindungen haben. Wir haben die Übertragungen isoliert und konnten ihre Herkunft ermitteln. Eine alte Militärinstallation im Südwesten, in Rockland. Unsere Späher haben das Areal ausgekundschaftet, aber keinen einfachen Zugang zur Anlage gefunden. Also öffnen wir uns selbst einen Zutrittspunkt. Paladin Tristan leitet die Truppe zur Errichtung eines Außenpostens im alten Autotunnel. Nach deren Abschluss erfolgt der Einsatz von Liberty Prime. Primes Auftrag lautet, ihre Verteidigungssysteme zu neutralisieren und einen Zutrittspunkt für die Truppe zu öffnen. Die Truppe geht rein, beseitigt jeglichen Widerstand und kappt das Übertragungsgerät. Alle wichtigen Daten müssen hierher gebracht werden. Nun, gab es sonst noch Fragen? Falls Sie noch etwas wissen wollen, erzähle ich Ihnen, was ich kann. Ich werde ihm... Ja, ja. Wie schlägt sich Liberty Prime? Seine Leistung übertrifft alle unsere Erwartungen. Besonders wirksam ist er gegen die Vertibirds der Enklave, gegen die wir bisher machtlos waren. Wir nehmen immer wieder kleine Änderungen an seiner Programmierung vor. Aber alles in allem bin ich sehr positiv überrascht. Es ist genauso, wie ich vermutet hatte. Primes Problem lag beim Energieverbrauch. Als Dr. Lee das Problem gelöst hatte, war alles andere einfach. Warte, meine Ausrüstung. Ob ich das kann? Ja. Ja, dann noch nicht. Okay, I have Ziehen to go Sie now. Tja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall die Hauptstory jetzt mal fertig. Aber es war sie noch lange nicht. Wir haben noch jede Menge anzugucken. Wir haben noch die ganzen DLCs für Fallout 3. Ich sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Fallout 3.